Gehört, wir kommen heute in einen Salat. In Salat? Mhm. Aber das ist ja ein kaltes Gericht. Na und? Ja, ich habe ja keine warmen Sachen eingepackt. Live aus unserem 3-Sterne-Küchenstudio in Berlin, die Barilla Comedy Küche. Unsere Gäste heute von Barilla aus Italien, Spiralen, Gemelli und Fusilli. Und hier sind ihre Gastgeber, die Botschafter im Dienste der bissfesten Pasta, Markus Maria Provittrich und Thomas Packenberg. Küchenstudio. Und das hier ist unsere wunderbare Band Al Dente und die Pasta Brothers. Ja, die Jungs, ne, die waren ja bei der letzten Musikpreisverleihung, waren die Abräumer. Was? Al Dente und die Pasta Brothers? Abräumer? Ja, ja. Ich meine, man kann auch Kellner dazu sagen. Ne? Heute kochen wir Fusilli. Fusilli ist bestens geeignet für alle kräftigen Fleischsoßen oder auch zu Ricotta. Kannst du dir eigentlich vorstellen, was man mit der Fusilli noch besonders gut zubereiten kann? Ja, klar. Ja, könntest du deinen Gefühlen auch Worte verleihen? Natürlich. Ja. Natürlich. Also mit Fusilli kann man hervorragend Folgendes zubereiten. Und zwar sogenannte Mahlzeiten oder Speisen. Oder auch Gerichte und, ganz wichtig, was zu essen. Kannst du diese Gerichte vielleicht auch benennen? Na, natürlich. Der würde es vielleicht mal auch das tun. Nö. Wir jedenfalls werden mit den Fusilli heute einen leckeren Pastasalat zubereiten. Und welche Zutaten wir dafür brauchen, das hat Manuela in ihrem Heimatland für uns recherchiert. Komm, ich verrat's. Nein! Oh. Aber... Hallo aus dem Mutterland der Pasta, aus Italien. Und zwar aus Venedig. Und ich bin jetzt auf den Rialtobrücken. Und was gibt's hier nicht alles Schönes zu sehen? Den Museo d'Arte, la Galleria Franchetti, il Circolo Artistico und natürlich die Fusilli. Ey, schauen Sie diese Rundungen an, diese Kurven, diese Bogen. Ist es romanisch oder gotisch? Auf jeden Fall sehr lecker. Und jetzt fragen wir ein paar echte Venezianer, mit welchen Zutaten eine Fusilli-Salat zubereiten wird. Una domanda semplice, semplice. Come fareste una pasta estiva? Con quali ingredienti? Boh. Con quali ingredienti? Ingredienti! Quali ingredienti? Veloce, veloce. Col tonno, col tonno. Tonno? Tonno. Tonfi? Va bene, i fusilli, la pasta. Fusilli? Olive, acciughe, peperoni. Aspetta, olive. E tu, e tu? Dici anche tu. Dici, dici. Che ingredienti? Gli ingredienti di una pasta fresca estiva? Pasta fresca estiva? Non lo so. Capperi. Capperi. Peperoni, pomodoro. Tomate, paprika. Sì, anche. Basta. Sehr gut. Sehr gut. Lecker. Wir haben schon alle Appetit hier. Und ich wünsche mir, dass wir, ihr habt sehr gut aufgepasst, weil nachher ich komme wieder mit der Frage der Woche. Und mit, damit könnt ihr eine Reise nach Italien, nach Bella Italia, gewinnen. Also bis gleich. Ciao. Ciao Manuela, vielen Dank. Wir werden heute also Fusilli in sommerlichem Salat mit Thunfisch und Paprika zubereiten. Ja, das ausführliche Rezept mit allen Zutaten können Sie wie immer auch unter unseren beiden Internetadressen nachlesen. Also jetzt geht's an die Arbeit. Heute machst du aber mal was, ja? Zuerst müssen je 180 Gramm rote und gelbe Paprika gewaschen werden. Ja, ja, waschen ist das A und O in der Küche. Ja, ist es. Die Paprika vor dem Essen waschen, sich selbst vor dem Essen waschen. Also meine Mutti hat immer schon gesagt, Kind, wasch dich vor jedem Essen, aber nimm Paprika mit unter die Dusche. So. Sag mal, Markus, vor jedem Essen? Du hast dich 20 Mal am Tag gewaschen? Na, ga. Komm jetzt, schneiden. Gut. Auch noch? Ja. Nee. Gut, also. Oh, nee, komm, das, nee, kann ja keiner mit ansehen. So. Das ist so einfach. Hier, du
Du musst es aufmachen. Ah ja. Und ganz wichtig bei Paprika ist, ja, sicher, das Gehäuse rausnehmen. Das ist aber auch total leicht. So, siehst du? Ja, ja, ja. So, rausnehmen, zack. Mhm. Ich mach die zweite schon mal hier auf. Ja. Immer das Häubchen aufnehmen. Und auch bei den roten Paprika das Gehäuse rausnehmen. Ist so ganz, siehst du? Ist überhaupt kein Problem. Und jetzt mache ich das Ganze hier in kleine Streifen. So, siehst du? So, okay. Und? Hast du es jetzt drauf, mein Lieber? Ja, klar, hier. 4-0 gestern. Jetzt kannst du es aber super an diesen zwei... Was denn jetzt? Jetzt kannst du es super an diesen zwei Tomaten ausprobieren. Komm, die, was soll ich ausprobieren? Ja, die müssen auch noch in Würfel geschnitten werden. Moment. Die Tomaten in Würfel schneiden. Ja. Nein, das ist Paprika. Hier, das sind die Tomaten. Bitte schön. Na prima, dann können wir ja jetzt die Fusilli aufsetzen. Das Pastawasser, das kocht schon. Liebe Zuschauer, geben Sie das Salz immer erst in das kochende Wasser. Denn wenn man das Salz vorher reintut, dann braucht das Wasser länger, bis es kocht. Das ist richtig. Ja, und nach welcher Regel kommt das Salz dazu? Das weiß ich. Hm? Abseitsregel. Nein, es ist die 10, 100, 1000 Regel. Genau. 10 Gramm Salz auf 100 Gramm Pasta auf 1000 Gramm Wasser. Das ist ein Liter. Mhm. Kann ich die jetzt eigentlich so einfach so reintun oder so wie die aussehen, muss ich die reinschrauben? Die 400 Gramm Barilla Fusilli müssen jetzt 14 Minuten kochen, dann sind sie al dente. Und wenn Sie die Fusilli abgegossen haben, spülen Sie sie kurz mit kaltem Wasser ab. Damit entfernen Sie nämlich die überflüssige Stärke. Das gilt natürlich nur für die Pasta-Salate. Bei allen anderen Pasta-Gerichten die Pasta nach dem Kochen nicht abschrecken. Wir haben das schon mal für Sie vorbereitet. So, hier sind sie. Und zu der erkalteten Pasta gebe ich jetzt die Paprika. Und du kannst inzwischen so ein bisschen Thunfisch zerstückeln. Komm. Ja klar, mach ich an. So, Paprika drüber. Ja, so. Flipper, Flipper, jetzt kommt der Thunfisch in den Salat. Ja. Okay. Und die 30 schwarzen Oliven. Danach 2 Esslöffel Kapern. So, die schütte ich mal hier so ein bisschen drüber. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Olivenöl. Mach ich? Mhm. Da kommt nichts raus, das ist verrückt. Tja, dann versuch's doch einfach mal hier mit. Klar. Da kommt auch nichts raus. Schau mal, wir brauchen 70 Gramm Olivenöl. Ist das machbar? Ach so. Ja, hier steht's, glaube ich. Ich nehme das. Nach dem Olivenöl nun die geschnittenen Tomaten als das Tüpfelchen auf dem I. Bravo. Bravissimo. Ja. Misch noch mal ein bisschen kräftig durch. Mhm. Ich muss nur kurz zeigen, was es noch für gedrehte Pasta von Barilla gibt. Zum Beispiel die etwas zierlicheren Gemelli, die ursprünglich aus Ligurien stammen. Ja, zu den Gemelli von Barilla, da passen am besten Soßen aus Gemüse, Oliven oder Pesto. Ja, dann gibt es noch die Girandolle. Das ist die Pastasorte mit den meisten Umdrehungen. Und ist ganz besonders beliebt bei Kindern, denn man kann sie so einfach auf die Gabel aufspießen. Die Kinder? Ja, Thomas, ja. Ja. Unser Salat sieht aber jetzt schon verdammt gut aus hier. Hm? Ja, und ein Tipp noch für alle Fleischfreunde. Ein Tick pikanter wird das Ganze, wenn Sie anstelle des Thunfischs gekochten Schinken nehmen. Ja, was trinken wir dazu? Hm? Oh, dazu trinken wir einen, na, was haben wir hier? Lecker. Einen 98er Torre di Giano. Ja, schönes Gericht, schöner Wein, schönes Auto. Mensch, was fehlt uns noch da? Eine schöne Frau, hä? Mit einer schönen Quizfrage. Manuela! Hallo liebe Zuschauer, wie gesprochen bin ich wieder hier mit der Frage der Woche. Also wie lange müssen die Fusilli kochen? A. 14 Tage, B. 14 Minuten oder C. 14 Meter. Also wenn Sie es wissen, Telefonate subito. Das heißt, rufen Sie sofort an. Und jetzt bis zum nächsten Woche. Ciao! Ja, wer die richtige Lösung hat, der gewinnt eine Reise nach Italien für 2 Personen. Sie können unter der eingeblendeten Telefonnummer anrufen oder unter unseren Internetadressen am Gewinnspiel teilnehmen. Und das Gewinnspiel und unsere leckeren Rezepte finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe der TV Movie. Und Sie, liebes Studiopublikum, können jetzt auch was gewinnen. Und zwar suchen wir einen Testesser für diese wunderbaren Fusilli im sommerlichen Salat mit Thunfisch und Paprika. Der Zufallsgenerator wird einen von Ihnen aussuchen. Also
Zufallsgenerator, ab! Da kann man wohl nichts machen, das ist das Glück. Das war die Barilla Comedy Küche heute mit Fusilli in sommerlichem Salat. Wir und El Dente und die Pasta Brothers verabschieden uns und sagen wie immer: Pasta la vista, baby!